Willkommen, Freunde, zu einem neuen Video. Falls ihr das erste Mal hier seid, ich bin Lena Maria und in diesem Video stelle ich euch 10 Challenges vor, um mehr Abwechslung in euer Sims-Spiel hineinzubekommen. Bleibt auch bis zum Ende dran, denn da habe ich eine ganz besondere Challenge für euch, die vielen von euch gefallen wird. Aber los geht's mit der ersten Challenge. Die erste Challenge ist die Decades Challenge. Hierbei spielt ihr eine Familie für 10 Generationen, aber durch die Zeit. Ihr startet im Jahr 1890 und endet im Jahr 2010. Immer wenn euer Sim zum jungen Erwachsenen wird, vergeht ein weiteres Jahrzehnt. Pro Jahrzehnt gibt es immer unterschiedliche auf die Zeit angepasste Regelungen. Zum Beispiel dürft ihr ganz am Anfang im Jahr 1890 noch keine Elektrizität nutzen oder ihr dürft nur Techtelmechteln, um ein Baby zu machen. Also nicht einfach so. Die Challenge ist auf jeden Fall für alle etwas, die sehr ausführliches und realistisches Gameplay mögen, denn es gibt unglaublich viele Regelungen, die alle auf die Zeit angepasst sind. Also ihr tut praktisch Geschichte wiederholen in eurem Spiel. Die nächste Challenge ist die Asylum Challenge. Hierbei wird euer Sim gegen seinen Willen in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert. Ihr müsst in dieser Challenge beweisen, dass euer Sim eigentlich nicht verrückt ist und dort nicht hingehört. In dieser psychiatrischen Anstalt lebt euer Sim mit 7 weiteren Patienten, auf die ihr allerdings keinen Einfluss haben dürft, also ihr dürft sie nicht kontrollieren. Das Ganze hat dadurch sehr viel Chaospotenzial, denn wenn einer der anderen Sims in Flammen aufgeht, könnt ihr nichts machen, da ihr eben keine Kontrolle über diese habt. Die Sims haben auch alle das Merkmal des Spinners, wodurch noch mehr Anreiz dazu besteht, dass eben Chaos passiert. Die Challenge ist beendet, wenn ihr es schafft, mit eurem Sim 2 Bestreben zu vollenden, denn dann habt ihr bewiesen, dass euer Sim nicht verrückt ist. Die dritte Challenge ist die Island Challenge. In dieser Challenge stranden 2 erwachsene Sims auf eine einsame Insel. Sie haben nichts dabei in ihrem Inventar und haben auch keinerlei Fähigkeit. Sie müssen dort auf dieser Insel überleben mit dem, was es auf der Insel gibt. Zum Beispiel dürfen sie nur Sachen herstellen, angeln, Sachen anpflanzen oder Sachen ausgraben. Das Besondere an dieser Insel ist allerdings, dass sie von bösen Göttern beherrscht wird. Einmal pro Tag spielt ihr also Gott und wählt aus einer zufälligen Liste den Willen der Götter aus. Zum Beispiel könnt ihr auslosen, dass die Götter heute glücklich sind. Dann schiebt ihr die Bedürfnisse eurer Sims hoch. Die Challenge bringt auf jeden Fall sehr viel Abwechslung in euer Gameplay hinein, da eben durch diesen Willen der Götter jeden Tag etwas Neues passiert. Zudem wird es euren Sims sehr oft sehr schlecht gehen, da sie eben nur begrenzte Sachen auf dieser Insel zur Verfügung haben, was das Ganze irgendwie spannender macht. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber mich langweilt, wenn es meinen Sims zu gut geht. Ich brauche da Abwechslung. Die vierte Challenge ist die 100 Heartbreak Challenge. Wie der Name schon sagt, geht es um Herzensbruch. Euer Sim hat das Ziel, in seinem Leben 100 Herzen von anderen Sims zu brechen. Dabei darf er nie verlobt oder verheiratet sein, aber muss immer in einer Beziehung mit diesen Sims gewesen sein. Das Ganze macht auf jeden Fall total viel Spaß, weil ihr eben auch so wieder etwas Chaos verbreitet und so Abwechslung in euer Spiel bekommt. Euer Sim darf zum Beispiel auch nur rausgehen, um andere Sims zu daten, was eben nochmal so eine kleine Einschränkung und Spaßfaktor bietet. Die nächste und fünfte Challenge ist die Gold Digger Challenge. Die Gold Digger Challenge ist eigentlich eine Weiterentwicklung der Black Widow Challenge. Allerdings, statt reguläre Sims zu heiraten, müsst ihr hier 10 Stars heiraten. Und in normaler Black Widow Fashion werden diese 10 Stars nach der Hochzeit auch alle wieder ausgeraubt und umgebracht. Jedoch ist es das Ziel von euch im Laufe der Challenge, selbst ein 5-Sterne-Star zu werden. Die Challenge ist beendet, wenn ihr eben ein 5-Sterne-Star geworden seid, 1 Million Simoleons besitzt, denn Stars müssen reich sein, und wenn ihr Level 10 der Koch- und Charisma-Fähigkeit erreicht habt. Die sechste Challenge ist die Going Broke Challenge. Anders wie bei den normalen Challenges habt ihr hier nicht das Ziel, reicher zu werden, sondern ihr wollt arm werden. Ihr startet mit 1 Million Simoleons und müsst es schaffen, innerhalb von 10 Generationen das ganze Geld auszugeben, also 0 Simoleons zu haben. Dabei seid ihr an ein paar Einschränkungen gebunden. Zum Beispiel müssen alle eure Sims das herrlich reich bestreben haben und materialistisch sein. Ihr müsst immer arbeiten, ihr dürft von den essentiellen Sachen immer nur das günstigste kaufen. Dadurch, dass ihr eben hier das Ziel habt, arm zu werden, ist es etwas komplett anderes wie die normalen Rags to Riches Challenges, wodurch es mehr Spaß macht und auch mal Abwechslung ins Spiel reinbringt. Die siebte Challenge ist die Kult Challenge.
Hierbei müsst ihr eine Sekte aufbauen. Ihr startet mit eurem Sektenanführer und versucht am Anfang, andere Sektenmitglieder zu rekrutieren. Wenn ihr ein paar Sektenmitglieder habt, fangt ihr an, diesen Sektenmitgliedern Aufgaben zu geben. Zum Beispiel sind manche Sims für den Garten zuständig und andere kochen. Und in Drews Sektenfächen muss eure Sekte natürlich auch ein Ziel verfolgen und jeden Tag Sektenaktivitäten machen. Das kann zum Beispiel so etwas sein wie beten, eine morgendliche Rede halten oder am Lagerfeuer zusammensitzen. Oder ganz crazy Sachen wie Aliens zum Beispiel anbeten, da seid ihr komplett frei. Die Challenge ist beendet, wenn ihr es geschafft habt, 3 Kinder erfolgreich großzuziehen. Allerdings müssen diese Kinder entweder Musiker, Schriftsteller oder Künstler sein, denn die Botschaft der Sekte muss schließlich in die Welt hinausgetragen werden. Die Challenge ist total spannend, weil man eben selbst Teil einer Sekte sein kann, ohne eben im realen Leben einer Sekte beitreten zu müssen. Die 8. Challenge ist die Build a City Challenge. Hierbei baut ihr eine Stadt von nichts auf. Das heißt, ihr startet mit komplett leeren Welten und nach kommen dann unterschiedliche Gebäude und Karrieren hinzu. Diese Gebäude und Karrieren sind alle an bestimmte Voraussetzungen gekoppelt, die ihr erstmal erreichen müsst. Zum Beispiel könnt ihr erst ein Rathaus haben, wenn ihr Level 10 der Logikfähigkeit gemeistert habt. Die Challenge ist beendet, wenn ihr es erfolgreich geschafft habt, eine komplette Stadt aufzubauen. Mit allen möglichen Gebäuden und auch allen Karrieren. Das Ganze erinnert schon fast an SimCity und ist total anders als das übliche Gameplay in Sims 4, was es noch spannender macht. Die nächste Challenge ist die 33-Tage-Challenge. Das Ganze ist eine Cast-Challenge, bei denen ihr 33 Tage immer einen anderen Sim erstellen müsst. Dazu gibt es pro Tag immer eine Regel, welchen Sim ihr erstellen müsst. Zum Beispiel müsst ihr an einem Tag einen Goth erstellen und am anderen Tag einen Alien. Mit dieser Challenge lernt man auf jeden Fall den Chaos auf eine ganz andere Weise kennen und wird auch ein bisschen an seine Grenzen gezwungen. Denn wenn es euch wie mir geht, erstellt ihr auch immer irgendwie gleich aussehende Sims, die immer nur ein paar andere Sachen haben, aber eigentlich immer das gleiche Muster verfolgen. Und hierbei wird man so ein bisschen aus seiner Schale hinausgezwungen, da man eben gezwungen wird, etwas Neues zu erstellen. Und jetzt zur letzten Challenge, auf die ihr alle gewartet habt, und zwar die Farm Challenge. Hierbei ist es euer Ziel, eine eigene Farm aufzubauen. Ihr startet mit einem Sim, der 0 Simoleons hat und den Botaniker bestreben und müsst von nichts eine Farm aufbauen. Dabei dürft ihr euer Geld nur damit verdienen, indem ihr Sachen anbaut und anpflanzt, wie es eben bei einer Farm so üblich ist. Auch dürft ihr nur das essen, was ihr entweder angebaut habt oder geangelt habt. Zusätzlich gibt es weitere Einschränkungen, zum Beispiel dürft ihr erst heiraten, wenn ihr Level 3 der Gartenfähigkeit erreicht habt. Das Ganze kann noch spannender gestaltet werden, indem ihr zum Beispiel den Farm-Mod dazu macht, dann habt ihr nämlich auch Kühe auf eurer Farm und gibt dem Ganzen nochmal etwas mehr Realismus. Das Ganze ist auf jeden Fall für alle etwas, die gerne das Farm-Erweiterungspack auch in Sims 4 hätten. Denn solange uns EA kein Erweiterungspack gibt, können wir solange unsere eigene Farm aufbauen und so dieses Gameplay mit einbauen. Das war's mit den Challenges. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet eine Challenge mitnehmen, die ihr noch nicht kanntet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.